Also Javi, wir fangen an mit Javi. Ich bin gehypt. Ich liebe diese Tage, wo es so viele Videos gibt. Chat, was geht ab, YouTube? Das ist direkt Frankfurt Hauptbahnhof. Dreck. Sogar der Rest, guck mal, kennt ihr, wenn Drogen da sind? Egal welche Marke. Das, was runterfällt von den Dingen. Der Dreck, der Dreck. Das finden wir jetzt hier im Video. Aber ihr wollt ja was Spektakuläres sehen. Ja, genau. Und wo die Junkies rummachen. Das ist Christian Eckeling. Ich glaube, so heißt er. Das ist MMA-Fighter aus Frankfurt, sehr bekannt. Stechereien an der Tagesordnung sind, okay, krass. Und so weiter. Hier rechts, guck mal, wie der am Boden liegt. Ach du Kacke. Dazu muss ich was sagen. Ja? Viele von euch fragen jetzt, ist das echt? Oha und so. Das ist tatsächlich echt und es ist jeden Tag so. Wir haben in Frankfurt einen Druckraum. Der Druckraum, da können Menschen, Junkies, können da Drogen nehmen mit frischen Spritzen, frischen Besteck. Ja, das ist vom Staat so organisiert. Darum befinden sich alle Leute da auf der Straße. Das ist nicht alt, das ist jeden Tag so. Ja, machst du halt drauf, ja, halt drauf. Guck mal hier die Straße und alles. Guck mal ganz links. So, herzlich willkommen, Freunde, zu einer neuen Reportage, sage ich mal. Heute wieder hier in Frankfurt. Ihr wisst, das letzte Video bzw. die Doku-Reportage, was auch immer, was wir hier in Frankfurt gedreht haben, wurde leider von YouTube gesperrt und wir sind heute erneut hier und wir sind mit Christian Eckeling am Start. Der eine oder andere, denke ich mal, wird ihn auch kennen. Erstmal, wie geht's dir, Bruder? Alles gut? Gut, vielen Dank. Danke erstmal, dass du auch die Zeit genommen hast. Ne? Aber Schock, ja? Schock, ja? Nicht umsonst. Guck mal, da gibt's nicht Drogen umsonst, sondern da gibt's das Besteck. Die Spritzen und so, die sind sauber da, verstehst du? Damit die Leute erstens nicht auf der Straße rumspritzen und auf der Straße Ding und zweitens, dass falls sie das tun, also sich spritzen, dass es mit sauberem Besteck ist, nicht, dass sie sich anstecken alle mit HIV und mit und so weiter. Und das ist wirklich so hier. Das ist nicht, weil wir hier cool sind und wir sagen, unsere Stadt ist Crack City, Crackfurt, Crack Frankfurt und das ist so, Bruder. Es ist nichts Schönes, es ist abscheulich, es ist ekelhaft. Und wenn ihr auf diese ganzen Rapper hören wollt mit Telidin und mit Kokain und so weiter, dann wisst ihr, wo eure Bleibe sein wird. So, da habt ihr die Zukunft gesehen von denjenigen, die so anfangen. Sammy muss raus aus Frankfurt, ich denke auch. Mit uns das Ganze hier drehst. Und zwar, ja, erzähl doch einfach mal, was haben wir heute vor? Ja, wie ich ja letztes Mal gesehen habe, hast du mir ja nicht Bescheid gesagt, dass du hier in Frankfurt bist, wie immer, aber gut. ihr wart hier vorne in der Taunusstraße. Ja. Ist zwar viel, viele Leute, normale Leute, gut belebte Straße, aber ihr wollt ja was Spektakuläres sehen. Ja, genau. Und ich zeig euch mal hier, hier um die Ecke, wo die Junkies rummachen und so weiter. Also ich sag mal schon so ein paar krassere Orte, ne? Ja, auf jeden Fall, wo Messerstechereien an der Tagesordnung sind, okay, krass. Und so weiter. Ich zeig euch das mal, komm, lass uns mal hingehen. Ja, okay, ich würde mal sagen, Freunde, wir starten auch direkt, let's go. Freunde, wir sind jetzt hier in dieser Straße und hier geht gerade die Post ab. Ach du Kacke, wir werden versuchen hier undercover zu filmen. Ich hoffe, wir werden nicht angegriffen. Nein, ne? nein, alles gut. Also, wenn ihr mit mir seid, passiert nicht. Nein, nein, stell dich einfach hinter mich. Guck mal, nee, jetzt ohne Spaß, das ist hier so der Hotspot hier in Frankfurt. Das ist ja alles noch mal fünfmal, sechsmal schlimmer geworden durch diese ganze Corona. Mach dich ab, du. Durch die ganze Corona-Geschichte und so ein Scheiß. Aber ja, genau, mach halt mal drauf hier. Drüben gibt es direkt eine Spritze erstmal. Da, weißt du? Digga, nee. Ja. Und deswegen, so ist das. Also ich finde es gut, dass es so ein bisschen zensiert ist. Ja. Ich sag euch, wenn ihr wollt, folgt mir auf Instagram. Ich kann gerne morgen auch da vorbeifahren, übermorgen auch da vorbeifahren, übermorgen auch da vorbeifahren und jeden Abend ist es das gleiche Bild, Bruder. Jeden Abend Zombies, Bruder. Läuft das hier aber, ist täglich. Pass auf da, pass auf. Guck mal hier links, der, film mal. Ja, mach halt drauf, ja, halt drauf.
Guck mal hier, die Straße und alles. Guck mal ganz links. Soll ich filmen? Alles. Ja, ja, kannst du filmen. Alles. Kein Problem. Hier rechts schießt das. Ja, ja, das ist... Hier ist die... Seid mal ehrlich, wenn ihr das jetzt so seht, gell? Das ist so unwahr, gell? In Deutschland, Digga. 2020, Digga. An einem Hauptbahnhof. Bruder, das ist unwahr, Bruder. So. Andere Welt, Bruder. Ich, ey, Chat, ich schwör auf meine Mutter, die schlafen da, Bruder. So. Walla. Chat, das ist unwahr. Ich sag euch, das ist, Chunky-Bude. Hier ist die Chunky-Bude. Das ist die Drückerbude, ja. Ja. Hier gehen die Leute rein, holen ihr Stoff und sind dann auf der Straße. Die verkaufen ja, die das? Ja. Ah, sogar Stoff da. Okay, ich habe mich falsch informiert. Das, die verkaufen sogar die Drogen. Du hast alles angemeldet oder was? Legal? Das ist legal, ja. Das ist legal. Das ist legal. Alles gut, alles gut. Oder nicht? Also ich habe gehört, dass die von Ecke so spritzen. Nein, niemals. Das ist auch ein Ding. Das wissen viele Leute nicht, die nicht aus Frankfurt kommen. Kennt ihr nicht die Geschichten, ja, Junkies kommen und stechen euch mit Spritzen ab und so? Bruder, ich sag euch ehrlich, ich habe noch nie gehört, dass jemand von einem sogenannten Junkie angegriffen worden ist oder sowas. Nie, von alleine, ohne einen Grund. Diese Leute machen euch nichts. Die machen euch nichts, Bruder. Das sind komplett kranke, arme Leute, die ihr Leben verkackt haben, Bruder, die ihr nichts auf die Reihe bekommen haben. Die selber mit sich selber zu kämpfen haben, die haben gar keinen Kopf, jemanden anzugreifen oder jemanden, die haben ihre eigenen Probleme. Nein, auf gar keinen Fall. Das ist hier... Ist auf jeden Fall keine kinderfreundliche Straße. Nee, auf keinen Fall. Auf jeden Fall, was wollte ich gerade sagen? Das ist jetzt hier die Niederstraße. Ja, das ist das Voll-Epizentrum, was es an Junkies so abgeht hier, ne? Wir gehen mal hier links rein, ja. In die Moselstraße. Das ist so da klingt das immer so ab mehr, weißt du? Mehr oder weniger, weil hier fangen langsam wieder die normalen Läden an. Und ja, hier ist eigentlich mehr oder weniger, ist so. Mach Job. Trommler, mach weiter, komm. Wir kennen uns ja alle, weißt du? Die sind ja... Ja, ist alles in Ordnung. Kein Problem. Sonst würde ich nicht mit euch hier durchlaufen. Guck mal, der hier, boah, perfekt gemacht. Ja. Ist einfach weg, ne? Boah, was Pisse stinkt, ne? Aber riecht ihr das auch hier? Oh, normal. Letztes Mal war das auch so. Überall voller Zwischenstoff. Guck mal, ich laufe hier nicht mal, ich sag dir, du hast ein Privileg, mit mir hier durchzulaufen. Sag dir das. Ich würde hier nicht mal einen Fuß raussetzen. Ich fahre hier mit dem Auto durch und das war's. Ja. Weißt du? Ja, wer geht hier auch freiwillig durch? Kein Mensch geht hier freiwillig durch, weißt du? Aber du siehst, ne? Hier ist ein normaler Kiosk wieder. Ja. Weißt du? Das normale so Leben. Ganz normal, ja. Weißt du? Stand aber einfach. Ja. Jetzt gehen wir hier vorne links in die Taunusstraße, wo ihr letztes Mal war. Aber das ist, wirst du sehen, das ist ein ganz anderes Ding. Da sind mehr Bulgaren, Rumänen, okay, die ihr Zeug verkaufen und so Sachen, weißt du? Deswegen. Ja, wir waren auch letztens da, kam direkt einer zu uns und wollten uns ein bisschen Stoff anbieten, weißt du? Ja, ja. Sofort. Aber fällt euch was auf hier? Hier? Einmal die Polizei gesehen hier? Ne. Letztens auch. Hier war wirklich ganz, ganz wenig. Gar nichts. Also, gar nicht. Die steigen hier nicht mal aus. Die haben gar keinen Bock. Steigen nicht aus. Ich glaube, die wollen gar nicht. Nein? Das ist auch ein großes Problem. Bruder, wisst ihr, warum das da so aussieht, wie es aussieht? Weil der Staat macht nichts, Bruder. Wie kann es sein, dass sie da Druckräume anbieten? Druckräume, wie gesagt, da kriegen die Junkies ihr Stoff, Bruder. Da kriegen die ihr Fixbesteck, heißt es. Wie kann das sein, Bruder? Komplette Verwesung. Und du siehst die Polizei auch nicht in dieser Straße. Die wollen da gar nicht rein. Die sagen, ihr bleibt da und wir bleiben hier. Weil, ihr dürft nicht vergessen, ihr dürft nicht denken, Frankfurt ist nur Crack City. Frankfurt ist Bankenmetropole. Millionenstadt. Ihr müsst euch vorstellen, guck mal, das ist so unglaublich, man muss es euch eigentlich zeigen, weil man kann es nicht erklären. In dieser Straße hier habt ihr ja gerade gesehen, was da alles abgeht, gell? Zwei Straßen später jetzt, sauber, du kannst vom Boden essen. Banken, Bruder, Parkplätze am Menakeum, die sind so groß wie ein Viertel, alle in Berlin am Menakeum, Parkplätze,
sauber, Bruder. Nur für die eine Bank. Ich will jetzt Namen nicht sagen, Bank bis Himmel. Gebäude 326.000 Meter hoch, Bruder. Du kannst von diesem Gebäude, bist, wenn du auf Spitze kletterst, von diesem Gebäude, du siehst Mars, Amenakoi. Alles sauber, alles geleckt vom Boden. Zwei Straßen später. Ich hab ein paar Cheeseburger. Walla, genau so, Bruder. Parallelgesellschaft des Grauens. Die machen Lautsprecher an und sagen, hör mal, wenn du mal weitergehen oder was weiß ich. Und das war's. Der Rest. Sie haben uns so einen Polizeiwagen, so Mannschaftswagen, aber das war's auch so. Hier drüben bist du 91. Das sind so Sachen, die holen die Leute rein. Und werden dann, ja, die werden so mehr oder weniger posiert, so, weißt du? Also da geht Champagner und geht über die Bühne und so Sachen. Also, hier siehst du, das ist mehr wieder in die Normalität. Wenn die, wenn die Leute euch nicht, also mich nicht kennen würden, ja, hast du gesehen, der hat gesagt, er hat gelacht, ja, und hat gesagt, mach mal Kamera weg. Aber die kennen mich ja alle. Oder letztens, wo wir hier waren, ne? Ja, die kannst du nicht allein hier durchgehen. Wir waren hier, die sind aus der Hände hergerannt. Ja, das kann, keine Chance. Wir müssen auf jeden Fall nochmal hier gleich diese Straße nochmal besuchen und nochmal ein paar Nahaufnahmen machen. Das war ja richtig krass, Alter. Ja, Nahaufnahmen ist, wie gesagt, guck mal, die ja, machen nichts bei uns so, weißt du? Aber so ein bisschen so. Könnt ihr schon machen, ja. Also noch eine Sache. Ich will auch gar nicht mehr unterbrechen, wir gucken es danach einfach. Wie gesagt, die Leute machen euch nichts. Außer bei Kameras, Digga. Da sind die schon empfindlich, weil die sich dann persönlich so aufgedeckt fühlen. So. Weil, das ist auch so ein bisschen wichtig, man muss es so ein bisschen psychologisch betrachten. Nicht alle, die da liegen, denken, die haben ihr Leben verkackt. In deren Kopf denken die noch, die sind so jemand, verstehst du? Die denken noch in ihrem Kopf, so, ich habe noch Würde, ich will mich nicht dingen und so, verstehst du? Obwohl sie dabei so komplett am Boden sind, so, verstehst du? So, Free Polizei an dieser Stelle, die sind in Haps in Frankfurt. Hier fängt dann so, du siehst ja, Spielhallen, das ist, habt ihr letztes Mal, denke ich, schon gefilmt, ne? Alles, deswegen. Ja, Dönerbude, Spielhallen. Ja, hier ist so das normale wieder. Ich glaube, bei so viel Heroin-Intos, wie viele die haben, Bruder, ist bei denen immer 40 Grad. Deswegen. Wie geht's, Mann? Alles gut? Alles gut. Ja, hier ist es. Ja, das ist. Ja, genau. Guck mal, Kahn, warst du schon mal im Tablet? Nee, es ist so, wo die Frauen so mit Stangen und so. Genau, mit sowas. Stange. Nee, noch nie. Also, ich war noch nie in so Läden, noch nie. Nee. Hast du mal Bock, mal einen Einblick zu. So riskieren, sag ich mal. Ich sag dir ehrlich, können wir gerne machen, vor allem für die Leute, weißt du. Ich hab das noch nie gesehen, ich war noch nie drin. Ich kenne das höchstens von GTA Vice City, weißt du. Ich hab so, ja, genau, so ungefähr ist das. Und gegeben und so, ja, komm, ich steck dir das. Ja, komm, wir gehen mal rein. Das ist so unser Nummer 1 Tempel Dance hier in Frankfurt, Pro Platinum. Okay. Und sind auch alles gute Freunde von mir. Kannst ruhig alles filmen, ja? Das Problem ist jetzt, was kann ich auf Twitch zeigen? Was kann ich auf Twitch zeigen und was kann ich nicht auf Twitch zeigen? Warst du auch da? Nee, ich gehe nicht in so Ding. Ich halte davon nichts. Bruder, ich finde es traurig. Da arbeiten Leute. Scheiß drauf. Kein Problem. Ist alles zentriert. Und so, das ist so ein schöner Eingang im Tablelands, oder? Ja? Das ist unsere hübsche Empfangsfrau. Aber sie, hört man das hier? Hört man das? Ja, red ein bisschen lauter, hört man. Was ist hier? Was los ist? Wir sind jetzt hier im Table Dance. Ich weiß nicht, ob man mich hört, aber wir werden halt so ein paar, ja, Aufnahmen reinschneiden und ja. Warte, man denkt Ding, gell? Das ist zensiert, okay. Das ist zensiert. Man denkt Ding, gell? Los Angeles, Amenakoi. Bulgarische Frankfurt, Digga. Und Kahn, hat's dir gefallen? Wie war dein erster Eindruck? Ich sag mal so, ich dachte schon so, ja, okay, also man kennt das ja so von den Filmen und so, ne? Aber es war was ganz. Guck mal, er sagt, keine Sorge, ist nur Wasser. Bruder, da waren diese Strip-Club. Guck mal, wie er lächelt, guck mal, wie er lächelt. Denken sich, Böbel, ich wirf Korakus, Senk. Wir haben bestimmt gerade 2 Stunden da drin. So, YouTube Money, so. Was anderes, so real life dabei zu sein, ne? Ist schon krass. Aber hat's dir gefallen oder nicht? Ja, aber okay. Ist nicht so mein Video, sag ich dir ehrlich so. Aber meine Frage erstmal nicht, wie läuft das so ab? So, was passiert hier alles? Also,
gut, wie gesagt, das sind Freunde von mir. Yeah. Ich gehe ab und zu mal her, wenn die Zeit es erlaubt. Ja, hier ist ganz normal, 12 Uhr Eintritt. Gehst du halt runter, dann kannst du natürlich mit einer Frau, die dir gefällt. Also du gehst dann in den Raum rein und die tanzt für dich und das war's? Ja, du musst natürlich dafür zahlen. Yeah, das ist ja klar, für ein Private Dance oder so 40 Euro. Okay. Und ja, dann zieht die Dame sich komplett aus. Also 40 Euro für einen Tanz? Ja, genau, genau. Okay, krass, okay. Ja, heftig, also. Sonst so ist es eigentlich nicht mehr. Du siehst ja Musik und alles. Ja, ja, nee, also ein bisschen mehr wie Party, Shisha-Bar, sag ich mal, nur halt so exklusiver. Leicht bekleideten Frauen, würde ich sagen. Ja. Aber sonst im Grunde siehst du ja, es ist ja wie eine Diskothek eigentlich, ne? Dass es ein paar Stangen gibt und das war's so. Ja. Aber ey, Jungs und Mädels, nicht, dass ihr denkt, das ist irgend so ein Zuhälter oder so. Das ist ein Profi-MMA-Kämpfer. Das ist ein Sportler. Ich denke auch nicht, dass er so. Er hat zwar die Freunde und so, aber er hängt auch nicht in so Sachen tagtäglich ab, so, Digga. Das ist auf jeden Fall mal ein krasser Einblick, also habe ich das noch nie gehabt. Aber ja, ich habe ja gesehen, wie gesagt, du warst ja letztes Mal hier und da habe ich gedacht, okay, komm, die Leute von dem Bahnhofsviertel einen Einblick, weißt du, es ist ja nicht nur das Bahnhofsviertel dreckig oder so. Ja, gibt es ja viel mehr hier. Hier gibt es, wie gesagt, den Nummer 1 Table Dance in Deutschland und von daher habt ihr den jetzt auch mal gesehen. Ich glaube, wir machen mal die Kamera raus und gehen gleich schon mal ein bisschen rein, nein, Spaß. Ja, sollen wir noch mal eine Runde drehen, draußen? Ja, okay. Ist ja, ist gut bei dir? Ja. Brauchst du Hilfe oder so? Nee. Sicher? Ja. Krankenwagen? Nee. Glas Wasser? Nee. Nee, sehr ehrlich, wenn du Hilfe brauchst, wir helfen dir, ne? Hier vorne in Leierkasten. Ah, ne. Was? Vorne in Leierkasten. Ja. Komm, auf. Da ist ein bisschen. Komm mal bitte. Nimm das mit schon mal. Sie braucht auf jeden Fall Hilfe. Lass ihn mal bei uns reinsetzen. Hier, lass ihn mal bei uns reinsetzen, ist doch Gast. Ist hier bei euch drin gewesen? Ja, ja. Ich glaube, das ist so ein typischer Ding, so zu viel getrunken und dann keine Kontrolle mehr. Weißt du ja selber, das gibt's ja überall, ne? Ja, ja. Und ich sag dir, die drehen ja alle durch jetzt, die können ein bisschen rausgehen, die Leute. Die hauen auf sie, die kennen, glaube ich. Die wird mitgenommen in 2 Wochen, ihr seht sie an diese Stangen. Nein, keine Grenzen, ne? Hauen auf die Kacke, aber richtig, ja. Was haben wir denn hier so oben? Was ist das hier? Das sind alles Bordelle. Alles Bordelle? Laufhäuser, ja. Die ganze Straße hier komplett. Boah, Alter. Da drüben gibt es in anderen Städten nicht, Digga? Jetzt ehrlich, also mit diese Bordelle und so mit. Das sind normale Wohnhäuser, ne? Oder? Also, das beißt sich alles hier. Aber trotzdem, das ist ein Miteinander hier in Frankfurt. Naja, ja, ich merke schon, Alter. Also, ich glaube, wenn man hier aufgewachsen ist, dann man kann miteinander so leben und man kommt klar. Aber wenn man von außerhalb kommt, ich glaube, man bekommt erstmal einen Kulturschock hier. Was macht der denn? Der Rock, Cracky. Ja. Digga, hier. Hey. Aber geh auf die andere Straßenseite. Hey. Guck mal, geh einfach darüber auf die andere Straßenseite. Ich verstehe nicht, also. Ich muss euch noch was sagen, Digga. Dann war's das. Bruder, manchmal, wenn die Leute diese Crack rauchen, gell? Und ihr läuft dran vorbei. Und ihr riecht das, Bruder. Bruder, ich hab's so 1-2 Mal gerochen, gell? Ich bin doch. Scheiße, Mann! Ich war Junkie! Fuck! Genau so, Bruder. Das ist ja. Guck mal, das für uns ist das so wie. Ja, die Luft anhalten. Andere Leute morgens aufstehen, ne? Kennst du diesen. Also weißt du, warum Deutschland überhaupt gesagt hat, der Staat Frankfurt, ey, okay, wir lassen sowas zu, die Leute dürfen hier das machen? Das kann ja ein Geisteskranker gewesen sein. Ja, ja, also wie kommt man darauf, dass man sowas legal zulässt? Ich kann es dir nicht erklären, keine Ahnung. Ich meine, sowas nicht einzudämmen oder dann Kliniken aufzubauen oder sowas, keine Ahnung. Ich habe keine Worte dafür. Seit wie vielen Jahren hier bist du schon so aktiv? Also kennst du hier dieses Leben? Ich bin ja hier aus Frankfurt und ich bin schon mindestens 15 Jahre hier am Bahnhof. 15 ne? Jahre, krass. Ich bin ja mit den Leuten hier aufgewachsen und alles drum und dran. Ja. Viel Elend auf jeden Fall, ne? Mhm. Bankkarte, hier gibt es aber nicht nur eine Bahnhaltestelle. Ich habe gerade einen Bankaufpass, hab ich gesagt. Ich habe einen Bankautomaten zu Hause. Ich habe einen Bankaufpass. Hier, Alter, Patsy. Ja, hier, Alter, das ist schon. Wir haben gesehen, ja. Ja, klar, mach mal. Chico, das ist meine Kamera, hä? Ja, genau. Nein, danke. Kein Problem. Hier rechts, guck mal, wie der am Boden liegt. Ach du Kacke. Die Kamera. Deine Kamera.
Kein Video. Kein Video, keine, keine. Komm, komm, schneller, komm, komm. Film einfach, film einfach. Ich muss nicht. Okay, komm, komm, so. Ach du Kacke. Komm. Können wir jetzt filmen und reden? Ja, warte, wir gehen um die Ecke. Hier, Bruder, kann man bereit, machen wir schon mal Start. Ey, Leute, ihr wisst gerade gar nicht, was abging, Alter. Junge, es kamen gerade so viele Junkies auf die Jungs zu. Die haben mit Bierflaschen geschmissen. Wir konnten das nicht mehr filmen, weil Christian selber meinte, hey, tut die Kamera jetzt weg. Und die sind gerade noch am Diskutieren. Weil wir haben jetzt hier ein bisschen Abstand gehalten. Die kommen hier auf die Seite rüber. Boah, ich hab echt keinen Bock, dass das hier eskaliert, ne, ey. Ja, ja. Junge, kannst du nicht mal Frontkick verteilen, alle? Christian, was war das gerade? Erzähl mal. Ja gut, ich meine, muss man ja ein bisschen verstehen, die Leute, ne? Ja, die wollen ja nicht gefilmt werden. Ist doch verständlich, ne? Weißt du, von daher ist kein Problem, aber so. Ja, ich habe jetzt nur Panik, weil die, keine Ahnung, dass die mit Spritzen kommen oder Flaschen geworfen haben, weißt du? Ja gut, ich weiß nicht, Flaschen und so, das kann passieren, aber der Rest ist doch ist alles komplett uninteressant. Ja, das ist kein Problem. Paranoia. So, Bruder, das ist aber richtig gefährlich, ne? Bruder, der ist richtig gefährlich. Michi, wo gehst du hin? Wohin, Digga, wohin? Habibi, wohin? Grüß dich, mein Lieber. Boah, der ist richtig durch, Alter. So, Freunde, das war's mit der kleinen, ja, Doku, Reportage, was auch immer, wie auch immer. Christian, erstmal danke dir, ne, dass du uns hier rumgeführt hast. Ich denke mal, also ohne dich, also wir könnten das gar nicht machen. Ja. Beim letzten Mal hast du ja schon gesehen, die sind uns hinterhergerannt und keine Ahnung. Aber ich denke mal, ihr kennt euch hier alle schon jahrelang und... Ja, ne? So ist das. Wie gesagt, ich habe euch einen kleinen Einblick jetzt mal gegeben. Wir sind zwei Straßen gelaufen, du hast gesehen, das was in der Das hat Zeit schon gereicht, Digga. Passt. Und was hier so das ganze Jahr abgeht, das willst du gar nicht wissen. Also du hast jetzt gesehen, ist ja direkt losgegangen hier mit Flaschen und allem drum und dran. Und, aber wie gesagt, wir kennen die alle. Die kennen uns und hier wird, wenn wir dabei sind, auf jeden Fall nichts passieren. Alleine, ihr wart ja letztes Mal hier, seid ihr gejagt worden oder wie auch immer, ne, wie es gewesen ist. Aber gut. Da hatte ich auf jeden Fall auf Kurzwahl, da war es nochmal alles schief gegangen. Ja, in dem Sinne, ich danke dir auf jeden Fall. Hast du nochmal hier so eine Message an die Leute? Ja, wie gesagt, die meisten kennen mich ja. Ich bin ja MMA-Kämpfer. Und ich mache diese Sachen natürlich nur, dass ich auch den Sport für mich persönlich pushe. Und natürlich durch euch kriegt man da eine Plattform geliefert, was nicht jeder hat. Und das freut mich sehr, dass ihr hier seid auf jeden Fall. Ja. Danke auf jeden Fall, dass du mitgemacht hast. Ne? In dem Sinne, checkt auf jeden Fall Christian ab. Ne? Instagram ist unten verlinkt. Ihr werdet auf jeden Fall noch einiges hören. Ich denke mal, wir werden vielleicht auch die eine oder andere Stadt besuchen und die mal vielleicht unsicher machen. Ne? Gerne, in dem Sinne, danke fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Peace. So, erstmal Huncho, Dankeschön für 400 Bits. Und ja, noch zwei, drei Worte zu dieser Geschichte. Chat, die meisten Leute haben sich dieses Leben ausgesucht. Ich bin der Meinung, immer haben sich die Leute dieses Leben ausgesucht. Kein Schicksalsschlag ist der Grund, dass du in so ein Loch abstürzen musst. Ich weiß nicht, jeder kann das anders sehen. Ich denke, egal was sich im Leben trifft, geht vom Schlimmsten aus. Ich wünsche das niemandem. Ihr verliert eure Eltern oder ihr, keine Ahnung. Es ist so. So ist das Leben so, versteht ihr? Es ist kein Grund, in so ein Loch zu fallen. Für jeden, der irgendwann, ihr werdet erwachsen, Digga. Ja. Manche von euch werden in so eine Situation kommen. Einer wird euch das anbieten. Ich kann aus Erfahrung sprechen. Einer wird euch irgendwas anbieten. Und ihr seid selber dafür verantwortlich, wenn ihr anfängt. Diese Leute haben nicht angefangen mit 2 Jahren Heroin zu nehmen oder mit 2 Jahren Crack zu rauchen. Ist mit der Zeit gekommen. Ja. So, mein Schatzi, das ist Frankfurt Hauptbahnhof gewesen. Das Frankfurt-Video hat mich schon runtergezogen. Ich sag euch ehrlich, weil ich kenne es. Ich bin hier aufgewachsen, ich sehe das tagtäglich. Und irgendwann blendet man das einfach aus, so. Am Anfang habe ich mir auch gedacht, wo ich es zum ersten Mal gesehen habe, mit 13, 14. Ich habe mir auch gedacht, irgendwas stimmt nicht. Was ist das? Was ist mit den Menschen los? Bruder, die sterben da. Ich schwöre auf alles, die sterben da. Die sterben da, Tag für Tag sterben die da, Digga. So. Habt ihr gesehen, wie der eine so liegt? Und die sterben da. Ihr müsst euch mal diese Leute ansehen, wenn die auf voller Dosis sind. Ihr glaubt das gar nicht, was da passiert. Ich schwöre, ihr glaubt das nicht, was da passiert. Keine Wahl, ja, ich tickte die Packs, brat, halber Kalal, Mamas, die geht nach Mekka, ich will...